Werner Gossel und sein Sohn Walter führen ein ganz besonderes Familienunternehmen. Die Welt ist eigentlich arm geworden. Irgendwie haben die Menschen ihre Porzellanfabriken vergessen. Alleine am Ort gab es viel mehr als heute in ganz Deutschland. Die Porzellanfabrik Lindner liegt in Küps in Oberfranken. Früher eine Hochburg der Porzellanindustrie. Seit 1928 wird hier gefertigt. Heute ist Lindner eine der letzten Manufakturen in Bayern für das weiße Gold. Muße aus Äthiopien ist schon in aller Früh auf den Beinen, um den Brennofen zu leeren. Und es ist jedes Mal ein besonderer Moment, denn er weiß ja nie, ob die gestapelten Teile ganz geblieben sind. Porzellan herzustellen als Massenartikel ist langweilig. Aber besonderes Porzellan herzustellen für Menschen, die es lieb haben, die es in die Vitrine stellen. Wir sagen immer, stellt es nicht in die Vitrine, verwendet es. Aber am Ende steht es doch in der Vitrine, weil es so schön ist. Es ist mit der Hand gemacht, es kommt aus der Region und ist auch hochwertig. Und hält vielleicht die nächsten 100 Jahre, vielleicht die nächsten 200 Jahre. Wenn keiner dagegen stößt und uns runterschmeißt, ist Porzellan, darf ich das zeigen, eigentlich stabiler, als der normale Mensch sich das vorstellt. Klingt übrigens auch, schön, das Porzellan. Peter kommt aus Thüringen und arbeitet in der Handdreherei, wie vor 100 Jahren. Aber wir machen alles noch bei Hand. Und das ist schon okay so. Verlangt man das Handwerk nicht. Was man als, im Grunde genommen als Erde alles machen kann. Ne? Kaolin, Quarz, Feldspat, als den drei Dingern, was man alles produzieren kann. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Ob das Figuren sind, ob das. Egal, was es für Geschirr ist, man kann unwahrscheinlich viel machen. Kein anderer Material, das geht, glaube ich, gar nicht. Aber das ist schon eine feine Sache. Und es kommt immer was Neues dazu. Nach kurzer Zeit lösen sich die Porzellanteller von der Gipsform. Jedes Mal wieder ein kleines Wunder. Eigentlich ist die Firma ein lebendes Industriedenkmal. Automatenfertigung wird hier niemals Einzug halten. In der Gießerei waren früher viele Leute beschäftigt. Heute macht der Oberfranke Wolfgang fast alles alleine. In jeder Abteilung ist nur einer übrig. Beim Hohlguss wird die Masse nach einiger Zeit wieder aus der Gipsform ausgegossen. Sonst wird der Scherben zu dick. Ende der 80er Jahre stand die Firma vor dem Aus. Doch der kaufmännische Leiter Werner Gossel übernahm sie und sicherte so ihr Überleben. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es heute. Und jeder ist dank seines Könnens und Wissens unersetzlich. Die Leute bei uns haben genauso Freude wie wir. Sie machen es jahrelang. Leider schon so lange, dass wir jetzt uns umgucken müssen nach neuen Leuten. Denn die Alten, irgendwann gehen sie.
Es sind viele Handgriffe, die es braucht, bis ein Porzellanstück glänzt. Ramia ist aus Syrien und arbeitet in der Glasurstube. Nach dem Glasieren werden die Seifenschalen verputzt. Das macht Aneta aus Polen. Auf dem Dachboden lagern die sogenannten Mutterformen. Über 30.000 Artikel können sie damit produzieren. Es sind Formen, die Walter Gossel auch von längst geschlossenen Firmen gerettet hat. Es ist ein Schatz und wie eine Zeitkapsel, die jederzeit geöffnet werden kann. Wenn ihre Zeit reif ist, werden sie wieder entdeckt und erweckt. Die Figuren aus Porzellan. Neben den Figürchen, Kaffeekannen und Tellern hat Werner Gossel auch ganz besondere Artikel auf Lager. Er liebt ihre Geschichten. Das ist auch so ein Schätzchen. Das hat wohl die zaristische Armee schon gehabt. Sie sehen, es ist eine Tasse für Marinesoldaten. Die Segler von heute mögen das auch, dass der Boden breit ist und der Rand etwas schlanker, weil dann steht der Becher sehr gut, auch wenn das Schiff hin und her schwankt. Es gibt ja manchmal Stürme. Das wäre dann das Streublümchen und hier ist das Schuppenmuster. Tja, das sind Beweise dafür. Die Damen haben auch ganz gerne ein Likörchen getrunken. Und dann kamen die kleinen Tässchen auf. Dazu ganz kleine Kännchen. Die sah aus, als ob sie einen ganz besonderen Tee trinken. Aber in Wirklichkeit war in dem Kännchen natürlich das Likörchen. Und das wurde dann so üblich, dass man aus den kleinen Tässchen das Schnäpschen trank, dass man auch heute noch hören kann, dass einer sagt: Hoch die Tassen. Hoch die Tassen kommt aus dieser Zeit. In der Malerei. Heike ist die Frau vom Tellerdreher. Die Firma ist nicht nur gefühlt wie eine große Familie. Also seit fast 27 Jahren bin ich jetzt hier. Hätte ich nicht gedacht, dass es mal so lange dauert. Ja, das Kreative oder wenn man halt auch mal selber was entwickeln kann, das ist halt schön, dass man dann sagen kann, auch das habe ich gemacht. Chef lässt uns da manchmal freie Hand und sagt, machen Sie da mal was. Und wenn man das macht und geht in die ganze Welt und dann sagt man, da haben wir Leuten Freude gemacht mit unserer Arbeit. Das ist schon, macht schon Spaß. Vom Malen, vom Drucken, vom ach, alles. Wir müssen ja mal alles machen. Das ist dann schon ganz schön. Was nicht gemalt wird, wird gedruckt. Katharina, auch aus Thüringen, bringt die Siebdrucke auf das Porzellan. Da weiß man dann auch, die Leute essen jetzt von meinem Teller, den habe ich gedruckt und, oder entworfen was und dann freut man sich schon. Ja, irgendwie was anderes kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das ist auch irgendwo das Schöne daran, weil man ist eine von den wenigen, die das noch machen und eben auch können. Ich bin ein bisschen stolz irgendwie. Siebdrucker Hans-Jürgen hat sicher schon 1 Million Streublumen auf den Weg gebracht. Der Oberfranke gehört fast zum Inventar. 1976 war das, habe ich angefangen. Also in der Firma und ja, bis zum heutigen Tag halt. Ja, ich habe als Porzellanmaler gelernt, aber ich bin dann ziemlich schnell im Siebdruck gelandet, weil es mir doch einfach gefallen hat. Ne? Und da bin ich jetzt halt. Es gibt Leute, die Porzellan
lieb haben, weil es so zart ist wie die Haut einer Frau. Es gibt Leute, die Kaufsummen repräsentieren mit viel Gold oder dergleichen. Und die ganz Jungen, die kommen wieder wie die Omi, die mögen wieder Streublümchen, die backen wieder selber, die kochen selber. Heute kommen die älteren Menschen und sagen, habt ihr nichts Modernes? Wir sagen natürlich, ja, wir haben Modernes. Was sie kaufen, ist Bauhaus. Und wir alle wissen, Bauhaus, 100 Jahre alt. Elegante Designstücke oder verspielte Dekorvasen in Kobaltglasur mit aufwendiger, handgemalter Goldstaffage. Das Wissen darüber ist hier in Küps konserviert. Und diese wertvollen Stücke haben eine besonders weite Reise vor sich. Wir haben eine Kundin in Kuwait und die hat Kontakte zum Königspalast, zum Kronprinzen gemacht und der wollte Porzellan haben. Und einerseits ist es ein Prestigeauftrag, macht natürlich Spaß, für einen Scheich was herzustellen, wo man weiß, dass die Staatsgäste aus der ganzen Welt dann die, das Porzellan sehen. Und andererseits kaufen die auch die Stücke, wo wir besonders stolz drauf sind, also zum Beispiel man sieht jetzt schön das Kobaltblau, das Poliergold und hier Stellen, die mit Glanzgold gemacht sind. Wir sind eigentlich ziemlich zufrieden, dass das bei uns noch so hinhaut wie vor 100 Jahren auch, dass wir noch solche Dekore machen können. Von Küps geht es in die weite Welt, gerade so wie früher. Die letzten Hände, die ins Spiel kommen, die von Gregor aus Polen, dem Verpacker. Alles soll unversehrt beim Kronprinzen ankommen. Eine große Leidenschaft von Werner Gossel ist das Marionettenspielen mit selbstgefertigten Puppen. Jedes Jahr gibt es eine kleine Vorführung. Die Musik dazu wird extra von einem Freund der Familie komponiert und gespielt von Werners Kindern Ulrike und Walter. Meine Kinder, die Ulrike und der Walter, denken ähnlich wie ich. Glück muss nicht im Großen zu suchen sein. Glück kann auch im Kleinen gefunden werden. Die beiden werden es schon machen. Es geht immer weiter. Es wird auch in der Zukunft schöne Dinge geben.